Diese 10 Berge wurden seit jeher von Menschen verehrt und sind in die Geschichte eingegangen. Die 10 höchsten Berge der Welt. Auf Platz 10 ist der Annapurna 1 mit 8091 Metern. Die Annapurna liegt im Himalaya und ist der am seltensten bestiegene 8000er und einer der gefährlichsten. Bis März 2012 hatten nur 190 Bergsteiger den Gipfel erreicht. 61 Bergsteiger fanden den Tod. Trotzdem war er mit seiner Erstbesteigung am 3. Juni 1950 der erste erfolgreich bestiegene 8000er der Geschichte. Der Annapurna 1 birgt eine extreme Lawinengefahr. Auf weniger als 3 erfolgreiche Besteigungen kommt ein Todesfall. Auf Platz 9 ist der Nanga Parbat mit 8126 Metern. Der Nanga Parbat ist der einzige 8000er im Westhimalaya und gilt als die größte sichtbare freistehende Massenerhebung der Erde. Außerdem ist die gegen Süden gelegene Wand, die Rupalflanke, mit 4500 Metern die höchste Gebirgswand der Erde. Der Nanga Parbat zählt unter Alpinisten zu den anspruchsvollsten 8000ern. Selbst die einfache Normalroute, die Kinshofer Route, ist extrem lawinen- und Steinschlag gefährdet. Am 3. Juli 1953 gelang dem Tiroler Hermann Buhl die Erstbesteigung. Bis dahin waren 31 Menschen beim Versuch, den Berg zu erklimmen, tödlich verunglückt. Die Brüder Günther und Reinhold Messner durchkletterten 1970 zum ersten Mal die gesamte äußerst schwierige Rupalwand, die Südwand, und schafften auch die erste Überschreitung des Nanga Parbat. Doch beim Abstieg kam Günther Messner ums Leben. Auf Platz 8 ist der Manaslu mit 8156 Metern. Der Name Manaslu kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Berg der Seele. Im Jahre 1956 wurde der Manaslu von einer japanischen Expedition über die Nordostflanke erst bestiegen. 1981 gelang den beiden Österreichern Sepp Millinger und Peter Würgötter nach der Gipfelbesteigung die weltweit erste Abfahrt von einem 8000ern auf Skiern. Auf Platz 7 ist der Daulagiri mit 8167 Metern. Der Weiße Berg war der erste entdeckte 8000er und galt bis 1838 als der höchste Berg der Erde. Trotzdem war er erst als vorletzter 8000er im Jahre 1960 bestiegen. Speziell an dieser Expedition, erstmals und bisher einzigartig in der Geschichte des Bergsteigens, wurde mittels Kleinflugzeug die Ausrüstung sowie die Expeditionsteilnehmer ins Basislager 2 auf 5700 Meter geflogen. Auf Platz 6 ist der Cho Oyu mit 8188 Metern. Cho Oyu oder Kwo Wo Yuak ist ein 8000er im Himalaya. Er liegt im zentralen Himalaya und wurde am 19. Oktober 1954 zum ersten Mal bestiegen. Die Grenze zwischen China und Nepal verläuft über den Gipfel des Cho Oyu. Auf Platz Nummer 5 ist der Makalu 1 mit 8481 Metern. Der Makalu liegt östlich des Mount Everest an der Grenze zwischen Nepal und dem autonomen Gebiet Tibet und wurde 1955 erst bestiegen. Das Besondere daran, allen Expeditionsteilnehmern des neunköpfigen Teams gelang es, den Gipfel zu erreichen. Eine Premiere in der Besteigung der weltweiten 8000ern. Und 2009 erreichte dann die erste Frau den Gipfel des Makalu. Auf Platz 4 ist der Lhotse mit 8516 Metern. Der vierthöchste Berg der Erde ist mit dem höchsten Berg der Welt mit einem 9786 Meter hohen Südsattel verbunden. Vom Lhotse gehen über 3000 Meter hohe Felswände ab, die durch den enormen Höhenunterschied und die extreme Höhe zu den klettertechnisch schwierigsten und gefährlichsten Wände der Welt zählen. Die Erstbesteigung gelang einer Schweizer Expedition am 18. Mai
1956. Am 16. Oktober 1986 stand Reinhold Messner gemeinsam mit Hans Kammerlander auf dem Gipfel des Lhotse. Diese Besteigung komplettierte Messners Vorhaben, alle 14 Achttausender zu bezwingen. Auf Platz Nummer 3 ist der Kangchen-Tsönga mit 8586 Metern. Der Kangchen-Tsönga ist mit 8586 Metern der dritthöchste Berg der Erde, der außer dem Hauptgipfel noch drei weitere Gipfel über 8000 Metern hat. George Band und Joe Brown gelang am 25. Mai 1955 die Erstbesteigung, wobei sie einige Schritte vor dem eigentlichen Gipfel Halt machten, um den Glauben der Bewohner Sikkims, die den Gipfel als heiligen Berg verehren, Respekt zu erweisen. Viele erfolgreiche Besteigungen behielten diese Tradition bei, auch weil die letzten Höhenmeter keine bergsteigerische Schwierigkeiten mehr bieten. Die Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner war 2006 die zweite Frau auf dem Gipfel. Kaltenbrunner ist die dritte Frau, die alle 14 Achttausender bestiegen hat und die erste, der das ohne zusätzlich mitgeführten Sauerstoff gelungen ist. Auf Platz 2 der K2 mit 8611 Metern. Der K2 ist mit 8611 Metern der zweithöchste Berg der Erde und der höchste im Karakorum, einem Gebirge, das sich über den Norden Pakistans, Indiens und den Westen Chinas erstreckt und mit dem Broad Peak, dem Gashaprum 1 und dem Gashaprum 2 noch drei weitere Achttausender beinhaltet. Der K2 gilt unter Bergsteigern als der schwierigste aller 14 Achttausender. Die erste erfolgreiche Besteigung gelang Achille Compagnoni und Lino Lacedelli am 31. Juli 1954. Erst 1977 gelang einer japanischen Expedition die zweite Besteigung, allerdings über die gleiche Route. 1986 wurde die erste Besteigung über die äußerst schwierige und extrem gefährliche Südwand gemacht. Bis heute konnte kein anderer Bergsteiger diese Route von Reinhold Messner als selbstmörderisch bezeichnet wiederholen. Bisher standen bei 302 Besteigungen 289 verschiedene Bergsteiger auf dem Gipfel des K2s. Nur 4 Bergsteiger waren zweimal auf dem Gipfel. Und auf Platz 1 und somit der höchste Berg der Erde, der Mount Everest mit 8848 Metern. Der Mount Everest liegt im Himalaya-Gebirge und ist mit einer Höhe von 8848 Metern der höchste Berg der Erde. Er gehört auch zu den Seven Summits, den jeweils höchsten Bergen der 7 Kontinenten. Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay gelang am 29. Mai 1953 die Erstbesteigung dieses Giganten. 25 Jahre später, am 8. Mai 1978, schafften Reinhold Messner und Peter Haberler den Gipfel erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff zu erklimmen. Der jüngste Bergsteiger ist der US-Amerikaner Jordan Romero, der im Jahre 2010 im Alter von 13 Jahren den Gipfel erreichte. Mit einem Alter von 80 Jahren war der Japaner Yuichiro Miura 2013 der älteste Mensch auf dem Gipfel. Er war damit auch der älteste Mensch überhaupt, der je auf einem 8000er stand. Heute gibt es 20 Routen auf dem Mount Everest. Die beiden Standardrouten sind die Südroute und die Nordroute. Die weiteren Routen sind technisch deutlich schwieriger und zum größten Teil nur einmal begangen worden. Ziel ist immer das etwa 2 Quadratmeter große Gipfelplateau. Und damit vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Schreib doch mal in die Kommentare, wie hoch dein bisher höchster bestiegener Berg war. Und wenn du das Video gut fandest, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und wenn es dir wirklich gut gefallen hat, dann abonniere einfach diesen Kanal.